Ja, wahrscheinlich. Mit viel Furios und so. Und viel Finale. Mit viel Furiositäten. Gibt's das? In Furiositäten kann man nicht. Das ist voll intelligent, was wir hier labern. So, ich mach mir mal was zu trinken auf hier. Aber das hört man auch gar nicht. Also ich bin jetzt gerade vor lauter Zwischenwald umgefallen. Ist auch okay, passt schon. Da kann ich mit leben. Da muss ich mit umgehen können. Ja, hallo. Wir machen gerade Minecraft, ne? Also, Prost. Schwimmschwab, Prost. Und noch Product Placement. Schlimm sowas. Ich hätte auch sagen können, ein koffeinhaltiges Limonadenmischgetränk. Ja, das wäre doch super. Okay, dann trinke ich Schwimmschwab. Dann würde sich jetzt jeder sein eigenes Lieblingsgetränk dabei denken. Und keiner würde Schwimmschwab nehmen. So. Besser. Mist, ihm geht's besser. Nee, eigentlich nicht. Das habe ich nur so behauptet. Ja. Damit du dich ärgerst. Ja, ich verstehe. Ich glaube nicht. Doch, doch. Huch. Nee. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Das ist ein Fünfer. Okay, das ist schlecht. Wer ist schlecht? Du. Nein, nein, ich bin hier der Größte. Nee, bist du eben nicht. Doch, doch. Das ist das Problem. Wie baue ich das hier am besten? Verdammte Kacke. Am besten gar nicht. Okay, ich stehe jetzt noch hier rum. Wird eh scheiße aussehen. Kann ich dir schon sagen. Ich hasse dich. Du hast gerade meine Gefühle verletzt. Yay! Yeah. Mission complete. Ich find's halt sehr doof, dass Erde, wenn andere grüne Erde rundherum ist, dass die dann auch so schnell nachwächst. Also dass es dann auch wieder als Gras wird. Ja, ich stelle mir da halt cool. So ein bisschen so wirklich so eine matschige Umgebung davor vor. Also so, ne? Davor vor. So unbewachsene Erde oder sowas. Ne? Das wäre hier schon eigentlich ziemlich geil dafür. Ja. So, hab ich noch irgendwo. Juvi, ich hab keinen Kies mehr. Oh. Gib mir mal Kies. Ich glaube ich auch nicht. Ich check gerade meine Truhen, also. Ne? Bin mir unsicher. Ziegelsteine. Nicht wirklich. Ich habe Falltüren. Das ist genau das, was ich brauche. Genau. Ich baue einen Weg aus Falltüren. Wehe, da setzt einer irgendwas hier Redstone-mäßiges dran. Wieso Redstone? Dann gehen sie alle auf. So Redstone-Fackel, ne? Ich würde einfach einen Hebel daneben setzen. Oder einen Hebel. Warten, bis du dran vorbeiläufst. Das ist voll gemein. It's a trap, klack. Oh, Tatsache. Da hätte ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Nee, ich habe keinen Kies mehr. Aber ich habe eine Schaufel. Ich glaube, ich baue einfach irgendwo anders. Das Geräusch sollte ich jetzt gerade nicht mehr machen. Ich glaube, ich hole einfach irgendwo an, baue einfach irgendwo anders Weg ab und setze den dann hier hin. Ja, warum nicht? Alternative wäre natürlich, ich gehe hier runter in die Mine und baue da ein bisschen Kies ab. Ja, kann man auch machen. Wäre sogar der bessere Weg. Nee, finde ich nicht. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Voll lustig. Ja, voll cool eigentlich. Der war echt gut. Hat voll Swag und so. Oh nein, hör auf. Okay. Das kann ich nicht mehr hören. Swag? Ach komm, Yubi, YOLO. Ja, ich lieb's ja auch, du Hipster. Boah, sind wir uns mit diesen Sachen auf den Sack gegangen. In Köln. Also, müsst ihr euch vorstellen, Balas und ich, die zwei Chaos-Brüder da zusammen in Köln. Irgendwie... Stellt euch das lieber nicht vor. Wir haben so viel Scheiße erzählt, das war echt der Hammer. So voll, wir waren voll die Hipster, ne? Genau, und sind immer durch die Gegend geswaggt und hatten ganz viel. Ja. Oder haben immer gesagt von wegen, yo, YOLO, Alter. Ah, ist das schlimm. Und das Schlimme ist eigentlich, wir mögen diese Begriffe überhaupt nicht. Na, eigentlich mögen wir sie schon. Wir tun immer nur so, als würden wir sie nicht mögen. Naja, ich mag sie nicht. Also doch, zumindest nicht in dem Zusammenhang, dass ich damit irgendwas Ernstes ausdrücken würde. Ja, ich habe auch nie behauptet, dass ich damit was Ernstes ausdrücken würde. YOLO. Swag, ne? Also ich mag sie zum Rumtrollen, ja.
Dazu schon, aber es gibt ja Leute, die nehmen das ja total ernst. Das sind dann die Hipster, ne? Ja. Wir hatten auch schon überlegt, so, ist ein bisschen geklaut, ob wir die Leute nicht von der Gamescom rausschicken, weil das ja so Mainstream ist, wenn da alle drin sind. Ja, aber man klaut keine Witze, das macht man nicht. Das ist genauso, als würde man sagen, dass wir Minecraft Let's Playen, ich meine, das macht man auch nicht. Das ist einfach... Nee, das gehört sich auch überhaupt nicht. Nee. Das machen eigentlich nur Idioten. Das machen schon so viele, weißt du, da jetzt noch mehr Leute, die Minecraft Let's Playen, das ist einfach, nee. Naja, wobei, es gibt viele Kinder dabei, die Minecraft Let's Playen und keine Ahnung davon haben. Ja, haben wir Ahnung davon. Also, wie man aufnimmt und so, meinte ich damit eher jetzt nicht unbedingt von Minecraft selbst. Ja, man stellt sich mit der Kamera vor den Fernseher und... genau so nimmt man dann ja auf. Und nimmt Minecraft auf. Wie nimmt man am Fernseher Minecraft auf? What the fuck? Naja, wenn du deine Xbox angeschlossen hast. Ja, stimmt, mit der Xbox geht's, ja. Dann brauchst du aber da noch das Equipment dazu, um damit am PC aufzunehmen, oder? Wieso, wenn du eine Videokamera davor stellst, ist doch alles klar. Achso, ja stimmt. Wir wollten ja mit der Videokamera aufnehmen. Die Videokamera habe ich schon wieder vergessen. Musst nur aufpassen, dass sie nicht mit dem Bild steht. Also für dich im Bild, meine ich. Von wegen, ich sehe nix. Hallo, Much. Ja, da ruft Microsoft an. Hallo, wir finden es nicht okay, dass du hier unsere Spiele aufnimmst. wo ist eigentlich der ganze Kies gerade gelandet? Ah, hier. Oh, ich hab so viel Kies, Mann. So. Dann haben wir echt mal hier hingehen, den ganzen Scheißdreck. So. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das hier am besten? Von rechts oben nach links unten. Mit oder ohne Streifen? Mit ohne. Mit ohne Streifen? Das ja, bitte. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Ja, ich hab dir gern geholfen, war kein Thema. Ich will mal was testen. Streifen? Ja, so ähnlich. So ähnlich wie Streifen, Sternchen. Ah, okay. Verstehst du, Stars and Stripes und so, ne? Ah, okay. Ich hab nämlich voll den Durchblick hier. Mit White Stripes? Nein. Was hast du los? Ich hab grad was im Kopf, weil das hatte ich mit dem Kumpel. Da bin ich zu dem gegangen, hat mal Fernsehen geschaut. Auf alle Fälle lief da irgendeine Doku über irgendwas hier, Kunstturnen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das lief nur nebenbei, wir saßen am Datteln. Okay. Auf alle Fälle dann die eine so, boah, scheiße, die hat sich gerade voll verletzt und so, ne, so, boah. Und ich so nur so zu ihm so, ja, pass auf, das wird eh getaped und dann geht es wieder. Ja, das tapen wir jetzt und dann geht das wieder. Das kam einfach in dem Augenblick so super. Oh, ups. Jetzt hat die Schaufel auch aus dem Westen gekraftet haben. Aber weißt du, so gerade was so den extremen Leistungssport und so angeht, da kenne ich mich schon aus, ja. Also da bin ich schon der Meister drin. So Bodenturnen und sowas, also. Oh Gott, ist das schlimm schon heute. Genau mein Ding. Das ist genauso wie Formel 1. Formel 1, finde ich, ist eigentlich so ein total überflüssiger Sport. Ach Quatsch, das ist doch total super. Also so verschwendet man Benzin hochgradig. Mhm. Reifen, hochkarätig vor allen Dingen. Mhm. Ja, ganz ehrlich, was die da verblasen und so. Also Formel 1, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ist absolut unsinnig. Ja. Das wäre auch was, wo man schön drüber diskutieren könnte. Und vor allen Dingen guckt man das doch nur, weil man sich denkt... Hoffentlich explodiert was. Genau. Boah, ist dieser Husten nervig. Ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür. Ich kann leider nichts dafür. Doch klar, hättest du mal ein paar Socken angezogen? Ist übrigens auch der Grund, warum ich im Moment mich eigentlich gar nicht traue, L.A. Noire aufzunehmen, weil ich da wahrscheinlich die ganze Zeit reinhusten werde. Also das Ermittlung. Das bloß mal eben am Rande erwähnt. Ich find's bei L.A. Noire, muss ich sagen, auch immer cool bei den Ermittlungen, wenn du deinem Typen, den du gerade verhörst, gegenüber sitzt, ne? Kannst ja immer wieder nach oben schon über dein Notizbuch dann so. Ne Lucia. Wie er guckt, ne? Dann schaust du wieder in dein Notizbuch. Blickst du wieder nach oben, siehst du wieder an. Und beim nächsten Mal ist er weg. Nee. Und er sitzt da nach seiner Aussage, weißt du so. So. Oh, stellt ihr mir jetzt gleich eine Frage? Oh, er guckt wieder in sein Notizbuch. Jetzt kommt bestimmt gleich eine Frage. Dann schaust du nur wieder an, so.
Das ist, so, das ist eigentlich auch so eine Psycho-Verhörmethode, weißt du? So. Ja, aber ich glaube, die wird nichts bringen. Das musst du mal versuchen. Machst mal eine Stundenfolge, wo du eine einzige Person verhörst, auf diese Art und Weise. Ja, genau. Wird bestimmt super toll. Mhm. Und nebenbei esse ich noch Gushas. Wen? Gushas, habe ich das Video nicht mal geschickt? Mit dem Kinderspielkreis? Nee. Mit diesem beschissenen Tänzer in ihren Ganzkörperkondomen? Ah! Dieses holländische Gameshow-Dingens da? Ja, nur halt, wo es halt um Süßigkeiten geht. Toll, toll, super toll. Ja, genau, richtig. Ja, doch, hast du schon mal geschickt. Das sind halt Gushas. Eia. Ja, hat mir der Jubi wieder was beigebracht. Ne? Der schickt mir so einen Scheiß, ja. Ah, das ist immer so köstlich. Ich schicke Jubi wenigstens Sachen, die ich lustig finde. Er zwar nicht, aber ich. Und Jubi schickt mir so einen Scheiß. Die ich lustig finde. Das ist aber nicht lustig, das ist irgendwie... Ja. Bisschen pedo. Nicht mal das ist seltsam. Nicht mal das vor allem Ding. Ja, komm, also pedo hat schon auch irgendwo, aber egal. Mehr Anspruch als das. Naja. Naja, okay. Das war schon sehr seltsam, sagen wir mal. Ja, es ist schon äußerst komisch, das ist richtig. Aber ich finde es halt witzig, wie gesagt. Ich irgendwie nicht. Dafür, wenn ich dir was schicke, was ich auch sehr lustig finde, würdest du wahrscheinlich eher so, what the fuck? Ja, das ist ja noch nie passiert, zum Glück. Nein, Jubi, also das Zeug, wo ich drüber lachen kann und ich weiß, dass nichts für euch ist, das behalte ich auch für mich. Ja, besser ist. Die Liste ist auch schon ziemlich lang, also da habe ich auch schon ein paar Sachen beisammen, was ihr nie zu Gesicht bekommen werdet. Wie gesagt, besser ist. So, schauen wir mal, hast du ein bisschen Nether-Zeug bei dir irgendwo rumflätzen? Ja. Weil mich würde mal interessieren, so Soul Sand oder sowas. Ja, hab ich. Okay, dann klaue ich mir nämlich da mal welchen. Ja, aha. Welcher? Ganz hinten rechts. Ich gehe jetzt erst nach links. Perfekt. Lehm. Betten. Netherzeug. Soul Sand. Könnte sein, dass es da drin ist. Netherstone ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber der sieht halt irgendwie auch sehr seltsam aus. Naja, schauen wir mal. Ich habe jetzt keine Unmengen davon. Ja. Ja, ich brauch's jetzt erstmal gerade nur zum Testen, ob das so ein bisschen wie so ein matschiger Untergrund dann aussieht, weißt du? Mhm. Soul Sand war doch der, wo man, glaube ich, langsamer drauf gelaufen ist, oder? Ja, richtig. Würde ja auch zu Matsch passen. Das ist auch richtig. Wenn du bis zum Knien drin stehst, weißt du, dann kannst du auch nicht mehr so schnell rennen. Sieht irgendwie aus, als wäre hier so ein Riesenberg Maden. Das geht auch. So durch Maden, durch Warten oder so. Lecker. Willkommen im Dschungelcamp. Da wartet man ja auch mal durch Maden, so wahlweise. Nee, die muss man essen. Ja, aber vorher wartet man noch kurz durch. Ja, damit es dann so richtig eklig ist, weißt du? Genau, richtig, damit der eigene Fußgestank auch noch an den hängt. Ich glaube ja auch, weißt du, so Leute, die im Dschungel sind, ja, sind eigentlich auch Gamer. Die müssen ja da auch stehen. Spätestens danach wären sie Gamer. Ach, jetzt stinke ich eh schon mal. Ach, bitte. Ja, dann kann ich es gleich ausnutzen, wenn ich schon mal hier bin oder war. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Wobei, wer hätte es erwartet, dass das Dschungelcamp ja gar kein Dschungelcamp direkt ist. Ja, die sind ja dann im eingezäunten Gebiet, wo ja nichts passieren kann. Ja, das nicht mal in einem Dschungel, das haben die alles so hergerichtet. Ja, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Gibt's auch eine schöne Reportage auf YouTube zu übrigens. Die aus dem Fernsehen aufgenommen wurde. Von nein, eine Fernsehkritik-Reportage ist das.
die ziemlich, ziemlich interessant ist. Kann man sich mal angucken, wenn man sowas mal hören möchte, wie scheiße RTL doch ist. Ist doch klar, ist doch normal. Ja, ja, na klar, aber manchmal sucht man ja auch einfach mal eine Begründung, ne? Manchmal. Man sollte ja nicht vorschnell urteilen. Erstmal eine eigene Meinung bilden, ne? Genau. Und dann nach 10 Minuten RTL gucken, merken, ja, die Leute hatten recht. Ja, stimmt. Das hätte ich da auch drauf kommen können. Aber ich hab's ja wenigstens selbst versucht. Man muss es ja mal probieren. Genau. So. Ach, manchmal kann ich mich gar nicht so schnell wegdrehen, wie der Husten kommt. Du musst dich mehr konzentrieren. Du musst deine Seele, deinen Hustenreiz unterdrücken. Und ihn dann, ignorieren. Und warum soll ich mich denn auf den Hustenreiz konzentrieren? Um ihn zu ignorieren. Das ist ein bisschen... Fuck Logic, ne? Das ist Mindfuck. Ja, das ist ein bisschen Brainfuck. Ballas Mindfuck hier. So, der Kellerraum ist schon mal durch. Okay. Ich bin hier gerade dabei, Soul Sand abzubauen. Das ist verfickt dunkel hier. Aha. Auf jeden Fall können wir auch gleich schon mal Schluss machen. Ja. Okay, so, ich habe die eine Schaufel noch schnell abgebaut, kaputt, so. Weil heute wollten wir bloß eine ganz, ganz kurze Session machen, weil ich glaube, das kann man hier schon mal sagen. Wir stehen ja kurz vor den 200, die Folge kommt ja jetzt am Montag raus. Und wir haben da so ein kleines bisschen was Besonderes vorbereitet. Wir haben da schon mal was vorbereitet, ne? Ist schon im Ofen. Und gart jetzt noch eben 2 Tage und dann... Der Ralf Zacher ist zu Gast und überhaupt und sowieso alle Star-Köche sind da. Die haben auch schon mal was mit vorbereitet. Ja klar, wie sich das für Köche so eben gehört, ne? Genau. Kommen sind Let's Plays vor. Ja. Ja, aber auf jeden Fall haben wir da schon mal was gemacht. Deswegen gibt es dann ein paar Tage lang keine reguläre Minecraft-Folge, sondern sondern eben das besondere Ding. Und das sind so ungefähr 4 Tage dann, glaube ich. Schätze ich mal. Ja, werden wir sehen. Ne, und ja, ich wünsche euch damit ganz viel Spaß und wir sehen uns dann nach der kleinen Besonderheit wieder hier bei Minecraft und unserer regulären Geschichte. Und ja. Dann bis denn schon mal, dann machen wir jetzt Schluss, ne? Ja, genau, also. Bis in knapp 6 Tagen. Wir sehen uns, Leute. Gut. Oder hören uns, also ihr hört uns. Ja, seht uns und vielleicht so, ne? Genau, und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit unseren 200er Folgen. Ciao!